Hallo meine Lieben, wundert es sich nicht für diese Outfit, heute wird gevloggt. Nach dem Duschen, ich habe ganz spontan Kamera genommen und ich habe entschieden, dass ich würde mit euch heute einen Vorweihnachten-Vlog machen. Also wir werden heute zusammen meine Zimmer aufräumen. Ihr könnt sehen, ich habe eine Woche Urlaub und deswegen, ich habe ja die Tage am PC gesessen, natürlich für YouTube gearbeitet und natürlich Hauptgrund für dieses Video liegt da draußen und das ist der Platz für ihn. Ich wollte ein bisschen meine Wohnzimmer dekorieren, ehrlich gesagt nicht großartig, weil vor vielen, vielen Jahren als Einrichterin hat meine Wohnung dekoriert, hat es so toll gemacht, dass ich seit diesen Jahren, ehrlich gesagt, brauche keine Deko. Ich wollte euch zeigen, was spielt wirklich die große Rolle im Einrichtung. Ja, vielleicht ist auch wird interessant für euch, ein großer Tipp. Ja, ich würde euch mein Wohnzimmer zeigen, meine Outfit, meine neue Puschen, die ich habe bei TK Maxx gefunden. Ich weiß nicht, ob man kann die noch finden, 100% Wolle. Ich habe Fragen an euch. Wolltet ihr, dass wir einmal irgendwann Livestream machen? Also, dass ich einfach nur live gehe auf YouTube, also, dass wir einfach nur über Themen reden, live. Ist das für euch interessant? Wenn ich bekomme unter diesem Video mehr als 100 Like, dann würde ich Livestream machen. Jetzt, ich wollte mit euch ganz kurz über meine Pflegeprodukte reden, weil ich jetzt gerade ungeschminkt bin und draußen ist so tolle Licht. Seit 2 Monaten, ich habe gemerkt, dass nach der Laserbehandlung in der Ukraine mein Gesicht ist richtig schlimm geworden und es ist wirklich so. Ich habe lange gekämpft gegen Rötungen und immer noch diese Rötungen nicht ganz weg, aber zum Beispiel heutzutage oder heute, ich bin richtig, richtig zufrieden mit meinem Gesicht. Das ist schon große Fortschritte, was ich geschafft habe. Das Einzige, ich habe trotzdem Irritationen. Ihr könnt sehen, das ist wie kleine hier Pickelchen. Ich habe das vor halbe Stunde, ungefähr vor 40 Minuten, nach dem Duschen mein Gesicht natürlich gepflegt mit 3 Serum, eine Creme. Und nach dieser Behandlung wird mein Gesicht besser und besser und Rötungen wird zurückziehen. Ich benutze aktuell SkinCeuticals, immer noch. Ich benutze das schon seit halbes Jahr. Ich bin total zufrieden. Diese Produkte für mich funktionieren super toll. Die Leute, die haben doch Interesse auf SkinCeuticals, auf diese Produkte, das ist professionelle Marke, die wirklich funktioniert. Ich könnte euch nur empfehlen, das ist Pflegeprodukte, die hat mein Gesicht schon 2. Mal gerettet. Ich habe trotzdem Irritationen, ich habe trotzdem Rötungen, Pickelchen ab und zu. Bin ich aktuell selber schuld, weil ich benutze ab und zu Glycolic Acid Tonicum von Marke Pixi und Retinol Tonicum von Pixi. Wenn ihr wolltet, dass wir dieses Thema schnell wie möglich besprechen, wir können das im Livestream machen. Schreibt mir einen Kommentar. Am besten beide Daumen nach oben, Kommentar. Wir machen einen Livestream zusammen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Na gut, jetzt geht's los. Ja, Coco, wir werden jetzt aufräumen, oder? Ja, diese Katastrophe aufräumen. Ein bisschen mit Staubsauger durchgehen. Mein neuer Freund, ich habe schon einmal auf Instagram gezeigt von Aldi. Der ist jetzt nach Ukraine gelandet. Das war experimentaler Roboter. Ich wollte nur verstehen, ob ich sowas brauche überhaupt und das, ob das lohnt sich. Wir haben neu gekauft. Der ist übrigens nicht so teuer. Wir haben 175 Euro bei Amazon bezahlt. Für die Leute, die vielleicht auch überlegen, einen Roboter kaufen, ich habe einfach nur auf Google geguckt, eine Seite gefunden, 110 beste Roboter, Qualität und Preisverhältnis, uns gefallen. Uns wurde empfohlen, am besten eine Bürste aus Gummi. Tiere, das ist meistens Problem für solche Roboter. Also das ist nicht so großes Problem, aber ganz wichtig achten, dass diese Rolle ist aus Gummi. Ich habe gesehen zum Beispiel 2 Rollen, nur Gummi. Oder so wie wir hier haben, Kombination mit Gummi und einer Bürste. Und Bürste ist kurz. Ich habe gesehen, große zum Beispiel Haare von Bürste. Problem ist, die Haare von unserer Coco, von unserer Hundin, ja, die steht auch natürlich neben mir, ja. Hallo, meine Süße, hallo. Das Problem, dass die Haare wurden hier verstoppen, die Bürste, und dann reinigt er nicht so gut. Übrigens, diese Roboter reinigt Teppiche auch sehr gut. Preis, Verhältnis mit Qualität ist wirklich super. Ich bin total zufrieden.
ist auch sehr wichtig, solche beide Bürsten an beide Seiten, weil die holen unter dem Möbel auch Müll raus. Coco, ja, sie braucht 2 Tage, damit sie daran gewöhnt wurde. Ja, erstmal, sie wollte mit Roboter spielen. Das war sowas süß, echt. Ich arbeite viel und deswegen, für mich, es war sehr, sehr wichtig, dass ich könnte zu Hause jeden Tag wenigstens durchgehen mit Roboter, dass er sammelt Haare von Coco. Na? Na? Also das ist keine normale, Mops, das ist Boxermops. Wer hat Mopse, sagt er. Macht eure Mopse auch so. Kann ich spielen stundenlang. Alle die Kugelchen und die, die sind hier in Box, sie sind noch eingepackt. Alles das haben wir mit meinem Mann vor 3, 4, 5 Jahren bei Möbelkraft neu eingekauft. Diese Bänder, das habe ich auch abgeguckt bei Möbelkraft. Also die haben tolle Idee zum Dekorieren. Hat mir so gut gefallen, Weihnachtsbaum, was sie haben mit solchen Bändern auch dekoriert. Und ich habe direkt da diese Schleife gekauft, weil erstmal das Qualität ist besonders gut. Okay, ich habe das alles selber nachher gemacht. Es hat natürlich Zeit gekostet und natürlich dieser Stoff und dieses Schnurrband, es war nicht das Günstige. Okay, es kostet kein Flugzeug, aber es ist ein bisschen teuer als aus Drogerie. Aber ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall nehmen gute Qualität, weil dann investiert ihr Zeit einmalig und dann könnt ihr wirklich benutzen das jahrelang. An beider Seite, diese Band hat Draht, deswegen es hält sehr gut Form. Dann hier, ihr könnt sehen, so wie ich habe vor vielen Jahren diese Rand geschnitten, er bleibt bis heute sehr akkurat und das ist das Wichtigste. Heute ist der 2. Tag meines Vlogs. Habe ich richtig gesagt? Genitiv. Gut. Ich habe gedacht, dass ich schaffe das an einem Tag, aber doch nicht. Und vielleicht ist gut so. Heute ist ein sonniger Tag. Laune kommt automatisch von allein. Genau, heute wir sind eingeladen. Also ich habe noch Zeit. Ja, ich habe keine Uhr, aber ich habe noch Zeit. Ich wollte mich schminken vor der Kamera. Ich wollte, damit es für euch wird nicht langweilig, ein paar neue Produkte testen. Es wird einfacher Make-up, aber schöner Make-up. Also ich hoffe, wird für euch interessant. Ich habe eine neue Primer. Ich würde an einer Seite Foundation mit Primer benutzen und an die andere Seite ohne Primer. Das ist eine Probe, ich habe bekommen von ganz neuer Foundation von Shiseido. Synchro Skin Self Refreshing mit SPF 30. Ich denke, Miss Bella hat Werbung zu dieser Foundation gemacht. Hier sind 4 Nuancefarben. Ich nehme natürlich das hellste und das ist Nummer 220, heißt Line. Das nächste ist 310 Silk. Silk. Das ist Primer von Catrice. Catrice kann stolz sein auf diesem Produkt. Heißt 10 in 1 Dream Primer. Ich habe das schon seit, ich weiß nicht, 1 Monat und ich bin wirklich so begeistert. Es ist eine Primer. Hydrating, Anti-Wirken, Natur-Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidant, Pore-Minimizer, Even-Out Skin-Tone, also ein bisschen mit Farbe, ganz, ganz dezent, leichter. Deswegen, wenn ihr habt nicht diese Rotungen und perfekte Haut, ihr könnt diese Primer ohne Foundation tragen. Es blurt
gibt für den Haut gleichmäßige Farbton. Genau, und dann leichte diese Farbton, also macht wirklich Haut perfekt. UV Protector SPF 15. Ihr seht, das hat ein bisschen Farbton und ein bisschen Rosé-Beige Farbton und richtig, genau richtig. Ich trage das mit Hände auf, ganz leichte, dezente Duft, schmilzt sich mit dem Haut richtig, richtig gut. Es ist einfach nur fantastische Base unter Foundation. Das Einzige, ich habe diese Primer mit meiner Lieblings Estée Lauder Double Wear Foundation benutzt. Leider mit diesem Primer Foundation hält viel kürzer, nicht so lang wie normalerweise, aber auf diesem Primer liegt jede Foundation normalerweise sehr, sehr gut. Also bis jetzt, was ich probiert habe. Mit diesem neuen von Shiseido, ich habe noch nicht getestet, fühlt sich wie ein Pflegeprodukt. Ich denke, man kann schon jetzt ein bisschen Unterschied sehen. Okay, das ein bisschen wird sich beruhigen. Dass diese Seite hat ein bisschen auch Ton bekommen. Diese Seite glänzt, da wo ich habe Primer nicht aufgetragen, diese glänzt ganz leicht, ganz also gesund. Und dadurch Poren sehen nicht so groß aus, aber Poren sind nicht kleiner geworden. So scheinen meine Farbton zu sein. Es ist ein bisschen Rosé-Farbton, das mache ich nicht. Ich mache gerne gelbe hier Unterton. Ich fange mit dieser Seite an, wo es keine Primer ist. Also es lässt sich fantastisch verteilen, es schmilzt wirklich mit dem Haut sehr gut. Übrigens, ich benutze auch Pinsel von Shiseido, das ist meine Lieblingspinsel, mein Favorit. Haut sieht so gut, so natürlich aus. Deckkraft mitten, hat meine Rötungen ein bisschen gedeckt, aber da wo Pickel habe ich bekommen, nee, ich esse letzte Zeit zu viel Süßigkeiten, das ist mein auch Problem. Ja, jetzt die Seite mit Primer. Durch die Primer lässt sich viel besser decken, besser deckt Rötungen. Ich hoffe, dass ja, man sieht diesen Unterschied. Durch die Primer, ihr braucht dann weniger Foundation und auch lässt sich sehr gut verteilen. Ihr könnt den Unterschied sehen, das Deckkraft mit dem Primer viel, viel besser. Ich wollte probieren Schichten. Es ist wirklich jetzt besser geworden, aber je mehr ich Schichten würde auftragen, ich merke das, das wird nicht so mehr natürlich aussehen. Übrigens, an die andere Seite wurde gezeigt, wie viele Nuancen überhaupt gibt es hier. Hier sind 30 Farbnuancen, das was ich habe jetzt gerade benutzt. Seite ohne Primer glänzt ein bisschen mehr, beide Seiten gefällt mir sehr, sitzt nicht in die Poren, nicht in die Falten. Als nächstes Concealer, das ist mein Lieblings Estée Lauder Double Wear. Diese Puder von Elf unter Augen ist leider aus dem Assortiment. Ich suche nach neuer Puder. Wenn ihr wisst, eine sehr gute Puder unter die Augen, sagt mir Bescheid auf jeden Fall, schreibt mir im Kommentar. Foundation leider nicht mein Variant. Ganze meine Unreinheit, alle meine Pickelchen, alles kann man sehen. Deckkraft ist nicht meins. Jetzt, ich wollte meine Augenbrauen machen und dafür, ich wollte benutzen meine neue Augenbrauenpuder von Anastasia Beverly Hills. Ich mache das allein ganz schnell und dann komme ich zu euch zurück. Ich habe schon Video zu diesem Produkt, kommt bald auf meinen Kanal. Also ich habe extra zum zwei Produkte von Anastasia Beverly Hills ein Video für euch gemacht. Augenbrauen sind fertig. Video zu meinen neuen Produkten zum Augenbrauen kommt bald. Entschuldigung, dass ich das alles nicht schaffe, weil vor dem Weihnachten gibt es etwas immer, was viel wichtiger. Und deswegen, ja, ich denke, zum Augenbrauen, wir kommen im nächstes Jahr. Okay, jetzt ohne Contouring und ohne Farbe auf dem Gesicht sieht man nur Augenbrauen. Gut, jetzt, was machen wir? Contouring. Im Januar. Ich habe schon ein Ticket gekauft. Ich fliege für eine Woche in die Ukraine zu meinen Eltern. Ich habe mir geplant,
zu meiner Friseur in der Ukraine gehen. Aber ich habe Angst, dass ich könnte nicht zu ihr gehen, weil sie selber in Urlaub fliegt. Ach Mensch, ich habe ganz vergessen, ich habe eine neue Pinsel von Frühlingsralina bekommen, von Marke Lab. Ich wollte es testen. Ah, ich benutze das trotzdem. Ich habe noch meine Nase nicht konturieren. Das ist eine Pinsel zum Contouring. Probiere ich meine Nase konturieren. So, natürlich, ich mache das mit der Seite. Sondern, ich denke, für Nase konturieren muss perfekt sein. Weil er liegt genau an die, ja, man sieht, super. Das Einzige, ein bisschen stört diese dicke Stück. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch. Jetzt an die andere Seite. Ah! Ja, das ist... Okay, an die andere Seite muss man daran gewöhnen. Okay, zum Verblenden. Also, ja, perfekt. Bronze. Es ist meine Lieblingsbronze. Macht mir immer gute Laune. Ich liebe, wie sie riecht und ich liebe diese Farbe. Boah, der Pinsel ist so weich. Echt. Ja, ich denke. Ich weiß nicht, ob ihr seht das, aber er lässt Flecke auf dem Gesicht. Also ich denke, muss man erstmal auf dem Hand und dann auf dem Gesicht, damit man diese Flecke nicht bekommt. Probieren wir. Fleckig. Ein bisschen fleckig. Da muss ich üben. Meine Lieblings, damit ich kann sehr gut alles verblenden. Pinsel von Lab. Es geht wirklich viel schneller, muss man üben, kann man damit auch verblenden und sehr weich. Mit der Nase muss ich auch lernen, weil das ist ein bisschen rutscht durch glatte Eiform, aber es geht wirklich sehr, sehr leicht und sieht natürlich aus. Palette von BH Cosmetics Glam Reflection Gold. Ich habe bekommen von Alida Family for Life. Also die ist wirklich ganz, ganz schön. Die inspiriert mich heute etwas Schönes kreieren. Ich denke, ich würde anfangen mit diesem Farbton. Das nächste, ich würde machen meine Wimpeln. Ich benutze Klammer für die Wimpel. Das ist von Shuamura. Ich liebe die. Das geht ganz schnell, ganz leicht und ganz gut. Mascara habe ich hier als Probe. Ich denke, ich habe noch vor der Kamera nicht gezeigt. Das ist von Lancôme. Monsieur. Also, ihr könnt mich korrigieren. Ihr könnt sehen, Bürste ist groß
Und das ist nicht Silikonbürste, das ist normale Bürste. Normalerweise, ich liebe Silikonbürste, bei mir funktioniert das besser. Aber diese normale Bürste, die machen meine Wimpern mehr volumig. Rouge von MAC, Pinsel, ganz neu. Das ist limitierte Edition von Real Technik, genau. Diese Pinsel ist so gut. Leider sehr teuer. Ich habe das bei TK Maxx gefunden, deswegen habe ich es sofort gekauft. Ich brauche Spiegel. Das ist synthetischer Pinsel und wurde gemacht wie blaue Eichhörnchen. Blaue Eichhörnchen, das ist die teuerste, ich denke, das ist die teuerste Pinsel normalerweise. Und Real Technik wollte das nachmachen. Ich hoffe, ich schaffe, bis es dunkel wird. Ich wollte nicht Licht anmachen. Ich wollte Highlighter auftragen. Das ist von Essence. Ich habe gesehen, diese Highlighter nur online. Also im Drogerie habe ich nicht mehr gesehen. Pure Nude Highlight Palette. Das habe ich auch von Aleda bekommen, also ich war verliebt in diese Palette. Großer Spiegel und fantastische Farbe. Also diese Lila nicht meins, aber den Rest ist super. Ich trage das mit diesem Pinsel, aber was ich habe gemerkt, muss man wirklich ganz, ganz leicht auftragen, mit ganz leichtem Berührung, weil dann es wird zu viel. Also die Highlighter ist Hammer. Es ist pudrige Highlight. Es ist doch Unterschied zwischen MAC. Zum Beispiel Qualität von MAC ist viel besser. Trotzdem, es sieht mehr durchsichtig. Das ist Highlighter auf der pudrigen Basis. Ich renne hier im ganzen Zimmer. Ich sitze hier unter dem Zeitdruck, weil erstmal es wird ganz schnell dunkel. Mein Akku war fast leer auf Handy. Und ja, also jetzt geht weiter, ja. So, kein Stress. Stress habe ich schon genug. Meine Lieblingsfarbe ist hier. Also jeder Highlighter, egal wie teuer ist Highlighter, er wird trotzdem jede Pickel, jede Unreinheiten betonen. Nochmal. Also, seht ihr? Und das ist ganz leicht. Das ist, seht ihr, das ist pudrige Konsistenz. Aber Highlighter selber ist richtig schön. Wenn ihr sucht nach einer günstigen, aber sehr guten Highlighter, kann ich euch wirklich empfehlen. Catrice, Essence, die machen heutzutage so gut. Am besten solche Highlighter wurde aufgetragen Pinsel Dua Fibra. Versuchen zu zeigen, wo ich zeige das. Unter Augenbrauen, hier zum Beispiel, ja. Dann geht es noch leichter, noch eleganter. Also, ich denke, ihr könnt es sehen, ja? Pinsel von Saiva und ich wollte erstmal diese Orangenfarbe wegmachen. Also, dieser Schwamm, mittels jeder, der schminkt sich, braucht diesen Schwamm, damit ihr Pigment könnt wegmachen. Schwamm muss nicht nass machen, nein. Ganz leicht, ganz dezent mit fluffigem Pinsel unter dem Augenbrauen. Diese Farbe ist meine Lieblingsfarbe, aber ich benutze gerne auch die andere, ab und zu ja zum Abwechseln in diese innere Winkel mit meiner Lieblingspinsel von MAC. Immer das im gesamte Bild von Lidschatten einblenden, verblenden zusammen. Das ist ein kleines Geheimnis, Geheimtipps, was wirklich viele, viele leider vergessen. Und dann sieht man auf dem Bild Highlight hier getrennt. Ein großer Fleck und dann Rest ist Lidschatten. Oh, man merkt das. Ich habe lange keine Make-up-Video gemacht. Ich habe das vermisst. Und ein bisschen Highlighter hier. Auch im Haut das einblenden, kann man so sagen. Ich sitze schon vor der Kamera ungefähr eine Stunde. Ich habe da Pause gemacht und deswegen es dauert ein bisschen bei mir, Videoaufnahme. Und ich wollte euch sagen, nach einer Stunde schon glänzt mein Gesicht, also schon hier glänzt. So, ich hoffe, dass trotzdem hält. Wir gehen in 2 Stunden. Also 2 Stunden habe ich noch, deswegen ich hoffe, dass es noch hält. Fast geschafft. So, jetzt Lippen. Meine Lippen. Also ich bin extra gelaufen, um Lip Liner zu holen und ich brauche jetzt diese Spitze. Okay, dann zeige ich noch ein gutes Stück. Vielleicht braucht ihr auch. Es ist mein ganz, ganz Lieblings von Essence. Die ist so gut und die hat 2 Seiten. Für
dickere und für ganz normale. Und das sammelt sich hier da drinnen. Ja, das ist eine Box Isadora. Erstmal mit einem Ölkontrollpapier durchgehen auf eure ölige Sonne und nur dann mit dem Puder drüber gehen. Wenn ihr wolltet nicht, dass Puder und Öl zusammenmischt, dann sieht das kacke aus. Durch das Make-up hält viel länger und viel besser. Ja, und wieder nachpudern. Also nach einer Stunde, ich muss mein Gesicht leider nachpudern. Bei diesem Foundation, na gut, es ist Alltagsfoundation, ja, aber irgendwie, ich merke, das ist nicht so ganz meins. Jetzt der ganz letzte Schritt, das ist eine Fixierspray, das ist von Urban Decay, ich habe auch bekommen von Alida, danke dir nochmal, das ist eine meine Lieblingsstück und das ist wirklich so gut und das fixiert wirklich, übrigens zwei Schutzkappe, fixiert wirklich Make-up sehr gut. Da gibt es verschiedene Varianten und das ist Honig und das riecht nach Honig. Ich habe drei verschiedene Fixierspray von Catrice, NYX und Urban Decay. Also Urban Decay, das ist das Beste. Es ist nicht der feinste, aber trotzdem, es sieht, Gesicht nicht sieht so aus, ob er hat im Wasser geschwommen. Also es sieht wirklich sehr gut aus. Dieses Spray wirklich hilft, dass alle Schichten sehen nachher wie eine Schicht. Man sieht nicht diese Puder getrennt und Foundation getrennt. Also ich bin glücklich, dass ich geschafft habe. Und ihr könnt dann noch bei diesem Licht meine Gesicht sehen. Ich freue mich auf euer Like. Ein Zimmer für uns gemacht. Wir haben nur ein Zimmer einrichten lassen. Es hat natürlich diese Arbeit ein bisschen lange gedauert, weil wir mussten natürlich, wie sagt man, zusammenstimmen oder wir mussten immer besprechen, ob das gefällt uns, nicht gefällt. Und während dieser Zeit, ich habe natürlich sehr viele Sachen gelernt bei ihr. Und ich habe verstanden, dass man kann wirklich warme und kalte Töne sehr gut kombinieren. Man kann Silber und Weiß zusammen kombinieren. Und wisst ihr warum? Es ist Natur. In Natur ist alles kombinierbar. Ja, deswegen, wie ihr seht, hier Silber bei mir, ja, diese, und ich kombiniere zusammen das mit Gold. Und wichtig, natürlich trotzdem einige Sachen achten. Ich habe gemerkt, es soll ein Hauptmetall sein. Wenn zum Beispiel etwas ihr in Metall auch einrichten. Das soll das eine Hauptfarbe sein und alles soll am besten in dieser Farbton sein. Und ihr könnt natürlich zwei Metallfarben zusammen kombinieren und es muss sich immer wiederholen. Das bedeutet, ihr werdet sehen bei mir, dass Vasen zum Beispiel, Kerze, Unterkerze, diese Ständer, das ist alles in einem Silberton. Aber gibt es trotzdem einige Metall im Bronze oder Kupfer, ja, Farbe. Das habe ich auch. Und das, sie hat zusammen mit anderer Seite kombiniert. Also, es ist wirklich nicht einfach, aber von anderer Seite ist es nicht so schwer. Und man kann wirklich das lernen. Und das hat wirklich Spaß gemacht bei ihr, das alles lernen. Aber wie gesagt, ich habe das gelernt, ich habe einfach nur das abgeguckt. Ich habe fast vergessen. Tada! Ist fertig. Aber jetzt ist magischer Moment. 1, 2, 3. Mädels, ich habe geschafft. Ich bin sehr zufrieden.
Eine kleine Cappuccino-Pause, meine Lieblingstasse, das hat mir Alina geschenkt. Ja, es ist vielleicht verrückt, aber Kugel, ich habe in dieser Farbe extra für Einrichtung unserer Wohnung gekauft, damit es zusammenpasst. Ich bin schon ein bisschen müde von roter Kugel. Ich habe das, ich denke, jahrelang gehabt, deswegen ein bisschen nasevoll. Wir haben eine Tradition, das letzte Kugel, übrigens, ich habe da extra gelassen, diese letzte Kugel, das ist für meinen Mann, das ist unsere Tradition, da diese Kugel hat er selber ausgesucht, deswegen er wird das selber aufhängen, als letzte Kugel, immer. Und das ist Besonderes, da steht Merry Christmas, genau. Jetzt, ich wollte Kerze anmachen und dann schauen, wie ist das jetzt im Wohnzimmer geworden. Und mir gefällt gerade jetzt dunkel und sieht es alles mehr gemütlich aus. Jedes Jahr, ich mache Kranz, Adventskranz allein. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich würde das kaufen. Dieses Jahr war auch schwer mit dem Zeit, aber ich habe den bis halb zwei Nacht gebastelt und ich habe geschafft. Es ist noch zweiter Advent, aber in ein paar Tagen wird schon dritter Advent. Ja, ich versuche Video vor dem Weihnachten für euch fertig machen. Diese Ständer für die Kerze hat eine Richterin uns ausgesucht. Die haben verschiedene Länge und das ist sehr gut, wenn die zusammenstehen. Die war früh da, neben Fernseher, aber weil wir neue Fernseher gekauft haben, ein bisschen größer als wie früher, deswegen passt nicht mehr. Und aber passt sehr gut auf dem Tisch. Man kann sitzen, essen und stört keine. Uns fehlt noch hier eine Kronleuchte, also in dieses Jahr, mein Mann hat mir versprochen, dass wir kaufen endlich Kronleuchter und die wird hängen hier über den Tisch. Diese Dekoration wächst bei mir im Garten und mein kleiner Tipp, wenn ihr kauft eine Deko für zu Hause, kauft keine diese kleine Deko. Das ist zum Beispiel, ich habe nicht gekauft, ich habe selber gebastelt. Das ist einfach nur so Schale, das war drinnen Kaviar. Ich habe dann Sand gekauft, diese silberner Sand, Kerze rein und ganz einfach auf dem Tisch. Aber Deko, ich empfehle euch, keine kleine kaufen. Es verliert sich in diesem Interieur. Ich habe verstanden, dass Geheimtipps immer groß, wie da zum Beispiel. Deko groß. Hier auch die Vase zum Beispiel, das hat uns auch eine Richterin ausgesucht, diese, wie heißt das, Ständer für die Kerze, ich habe die nicht jetzt angemacht, das hat uns eine Richterin auch ausgesucht und das war ihre Idee, das ist Kugelchen, wartet auf meinen Mann noch, die Lampe, das ist auch ihre und ihr seht alles im gleichen Farbton, also Deko im gleichen Farbton, weil das soll passen für unsere Möbel. Seht ihr, hier ist auch Silber. Deswegen alles soll am besten Silber sein. Unsere Gardine auch Silber. Gardinen, Mädels, das war das Beste überhaupt. Mit diesen Gardinen, ich bin als russische Frau, habe mir gedacht, Gardinen muss pompös sein. Ja, die müssen richtig groß sein, schick und schwer. Und ja, etwas muss Besonderes sein. Als ein Richterin, als wir im Laden waren, uns wurde gerechnet für unsere Fenster, ja, wir haben drei Fenster im Wohnzimmer, 2000 Euro. Ich habe gesagt, nee, also es tut mir leid für Gardinen, ich würde nie so viel Geld bezahlen. Und dann uns Einrichterin hat empfohlen aus IKEA, ja, Drahtsystem. Und das sieht viel eleganter aus. Also das hat uns, ich weiß nicht, vielleicht insgesamt 150 Euro gekostet, Stoffarbeit und Material, selber Gardinen. Also diese Lampe passt hier überhaupt nicht, das ist unsere alte Lampe, weil wir noch keine Kronleuchte haben, keine richtige Leuchte, deswegen diese Lampe steht noch da. Aber wie gesagt, das war Tipps für eine Million.
Und den Stoff selber, das ist auch von IKEA. Das ist extra für meine Stühle, Möbel, für den Möbel, dieser Stoff. War ganz einfach. Ich liebe auch diese beiden Lampen, die ich habe übrigens jetzt vergessen anzumachen. Das ist Laterne, ja? Die haben Kupferfarbe. Ich denke, das ist Kupfer, ja? Farbe. Und warum Kupferfarbe? Weil das soll passen zusammen zu unseren Teppiche. Wir haben davon auch zwei. Also sehr gut, wenn Farbe wiederholt sich. Eine hier und eine Teppich da. Und das soll natürlich passen für diese schöne Kommode. Die war übrigens nicht günstig. Ich habe erstmal Schock gekriegt. Ich habe gedacht, ich weine, weil ich bin irgendwann nicht bereit war für dieses interessante Design. Heutzutage bin ich so verliebt in dieses schöne Stück. Man kann sehr gut mischen. Art Deco, modern. Man kann mischen zusammen verschiedene Styling. In diesem Korb hat eine Richterin alles mitgebracht. Alle diese Design, das ist keine rote Farbe, es ist nur auf dem Kameramann zu sehen. Das hat sie alles in diesen Korb gebracht. Und weil hier ein leer Platz war, dann hat sie einfach hier gelassen, Blumen reingemacht, das war unsere Blumen. Und das passt auch super. Kombination mit vielen verschiedenen Styling. Die Kerzen sind verschieden, weil ich einfach nur vergessen habe, das gleiche kaufen und habe gedacht, egal. Also, ich denke, ihr verzeiht mir. Das ist Sterne, das ist fast das Einzige, was wir haben hier Besonderes eingebracht. Nein, noch das. Dieses schöne Tier auch bei uns leuchtet. Ich denke, ihr habt schon verstanden, das Geheimnis liegt am Licht und natürlich am Decker. Diese Dekoration, diese Unterkerzen und Vasen und diese Lampe, also das alles zusammen spielt eine große Rolle. Und das habe ich natürlich gelernt und ich sage euch, dass ich seit Jahren brauche keine Weihnachtsdecke mehr zu kaufen, weil sowieso diese kleinen Figuren, sie verlieren sich da zwischen, ich weiß nicht. Sie verlieren sich. Deswegen meine Dekoration jedes Jahr, das wichtige Dekoration, ist natürlich diese Sterne, sehr groß auf dem großen Fenster, diese schöne Tier und auf jeden Fall Adventskranz, was ich habe selber gemacht. Natürlich diese Kuschelkissen, eine Decke, der ein bisschen balanciert, schwarze Farbe, unsere Sofa. Ich habe vergessen, wie heißt das. Auch hier, das ist von IKEA, das hat eine Richterin mitgebracht, das alles hat eine Richterin gebracht. Das habe ich gewonnen auf Instagram von einer großen Firma. Die Vase, die Blumen, das habe ich gekauft. Nach dem Weihnachten, nach dem Silvester schon, sie war so stark reduziert und deswegen habe ich die gekauft. Weil ich liebe Amaryllis und ich liebe weiße Blumen. Das habe ich von Aldi gekauft in dieses Jahr. Ja, ich habe gedacht, ich experimentiere, ich ein bisschen probiere. Das habe ich auch bei Aldi gekauft und die Blumen habe ich bei Nanona, ich denke, gekauft. Man kann benutzen die überall, also die sind sowas praktisch und universell. Ja, die Vase habe ich auch bei IKEA gekauft. Diese Couch für unsere Prinzessin, das ist nicht Couch, das ist Sessel schon, ja. Das ist Sessel für unsere Prinzessin, wurde immer hin und her geschoben, aber ich denke, hier ist das beste Platz für sie, wurde, gefällt ihr. An dieser Ecke gefällt ihr meistens. Die Lampe ist von IKEA. Stühle, Esstisch, das ist von unserer Einrichterin. Auf die Stühle, wir haben sehr lang gewartet. Das ist holländische Stühle. Seht ihr, das gleiche Silbermetall, also das muss sich wiederholen. Deswegen ich sage, dass diese Lampe passt hier überhaupt nicht, aber wir behalten sie, weil sie gibt sehr viel Licht, wenn wir den Licht brauchen. Also das ist auch alles von Anrichterin fast. Diese zwei Mittel, das habe ich von Freunden bekommen als Geschenk. Und diese kleine Statuetten, ganz schön. Das ist von Eltern meines Mannes. Das hat auch mein Mann alles gesammelt. Das hat mir aus Indien gebracht. Genau, aus die Kleine. Das hat aus Indien meine Freundin für mich gebracht. Diese Figuren. Das auch eine Richterin hat alles mitgebracht. Das hat mein Sohn für mich gemacht. Für mich, für uns, mit meinem Mann.
Ja, das steht hier, das passt nicht hier. Das ist für die Torte, das hat mir meine Freundin aus der Ukraine mitgebracht. Das war's, meine Mädels. Ich hoffe, dass ich habe euch alles schon gezeigt. Ich hoffe, dass dieser Look hat euch sehr gut gefallen. Unterstützt mich mit dem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, das war sehr gemütlich mit mir. Ich hoffe, das hat euch sehr gut gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, eine schöne Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann kommt dieses Video, auf jeden Fall vor dem Weihnachten. Ich weiß nicht, wird das letzte Video in dieses Jahr oder nein? Ich hoffe nein. Auf jeden Fall, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich hab euch lieb und dann bis zum nächsten Mal, eure Nathalie. Im lieben Advent sehen die erste Kerze brennt. Wir sagen euch auf eine heilige Zeit. Halt der Kerzen scheint. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein schöner Tag ist morgen. Neue Freuden hoffen wir. Unsere guten Eltern sorgen lange, lange schon dafür. Und freut euch sehr schon.